Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mal wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich dem Jeep Gladiator Rubicon aus dem Jahre 2020. Ja, dieses Fahrzeug werde ich euch heute vorstellen, werde euch ein wenig was darüber erzählen. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und werden ihn selbstverständlich auch noch tunen. Und das ist tatsächlich ein relativ besonderer Wagen. Es ist mal wieder ein Pickup, davon haben wir ja relativ wenig im Vorsam-Verhältnis. Und ich sage euch jetzt mal ein bisschen was dazu. Erstmal, wie gesagt, Jeep Gladiator Rubicon aus dem Jahre 2020. Erstmal wieder super, super geiler Name, wie ich finde. Der Jeep Gladiator. Namen haben die Amis einfach drauf. Und der Daube. Es ist relativ enttäuschend. Dort haben wir nämlich nur einen 3,6 Liter V6, meine Damen und Herren. Kein V8, wie ich es mir so ein bisschen erhofft hätte. Es gibt, soweit ich weiß, auch gar nicht mal eine V8-Variante. Es gibt noch einen 3,0 Liter V6 Turbo Diesel oder aber eben diesen 3,6 Liter V6. Mehr gibt's nicht. Dieser hat dann auch 290 PS und 335 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf ein Leergewicht von 2,3 Tonnen. Preislich liegt der Wagen in etwa bei $44.200. Das sind 36.400 Euro. Zur Auswahl steht ein 8-Gang Automatikgetriebe oder ein 6-Gang Handschalter. Wir haben hier das Automatikgetriebe. Es ist ein Jeep. Der Wagen gehört ins Gelände. Deswegen sind hier auch super, super viele Systeme installiert, die den Wagen geländegängig machen sollen. Inklusive auch 65 Sicherheitssysteme in diesem Fahrzeug. Wir haben eine Zugkraft von 2700 Kilogramm ungefähr. Und was an dem Wagen auch noch interessant ist, was wir jetzt hier, glaube ich, nicht machen können. Man kann an dem Wagen super viel abnehmen tatsächlich. Man kann die Türen abnehmen, man kann das Dach abnehmen und auch die Windschutzscheibe. Also man kann quasi, wenn man Bock hat, komplett offen fahren. Finde ich interessant auf jeden Fall. Und hier an der Seite steht Rubicon. Es ist wie gesagt der Jeep Gladiator Rubicon. Rubicon ist einfach nur so quasi die Top-of-the-Line-Version. Also die Luxusausstattung, wenn du so möchtest. Haben wir auch beim Wrangler unter anderem, auf dem dieser Wagen hier natürlich auch basiert. Ich bin ein großer Fan davon, wenn wir uns hinten reinsetzen können bei einem Auto in Forza. Deswegen machen wir das erstmal ganz kurz. Und ja, wir sehen jetzt nicht unbedingt die brutalste Beinfreiheit, aber ja, ich nehme an, die Sitze sind einfach sehr weit nach hinten geschoben hier von den Vordermännern. Deswegen, das geht hoffentlich schon relativ klar dann im echten Fahrzeug. Ich habe mir drei bestellt natürlich. Und jetzt setzen wir uns einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, gehen mal ein bisschen in die Hocke. Kann man durchaus machen. Und das sieht schon sehr geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Das Rote, was sich da am Armaturenbrett durchzieht, muss nicht sein. Kann man, glaube ich, auch in anderen Farben und Materialien haben, wenn man möchte. Aber ansonsten gefällt mir das richtig, richtig gut hier drin. Also finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Wir hören uns den V6 mal an. Ja, der Sound ist an sich nicht schlecht, aber ganz ehrlich, in so ein Auto gehört ein V8 rein. Trotzdem glaube ich, mit dem V6 werden wir heute Spaß haben. Ob wir in der Serienversion mit dem Wagen Spaß haben werden oder nicht, das gucken wir uns an. Wir gehen auf die Teststrecke. So, da ist er an der Startlinie, der Jeep Gladiator, und fährt los. Ja, es ist jetzt nicht das brutalste Leistungsgewicht, was wir hier auf der Teststrecke hatten, aber hey, es reicht, denke ich schon. Und ich meine, im Endeffekt, die Geländegängigkeit ist hier ja extrem wichtig. Und da, glaube ich, wird dieser Jeep hier auf jeden Fall punkten, bin ich mir sicher. Aber ja, die Leistung wird ihn wahrscheinlich ordentlich ausbremsen. Ich habe, by the way, keine Angaben zu Beschleunigung von 0 auf 100 gefunden und auch zur Topspeed, weil das ist bei so einem Fahrzeug vollkommen wurscht. Also so einen Wagen kaufst du dir nicht, um damit irgendwie auf der Rennstrecke zu heizen oder was, sondern das ist ein 100% praktisches Fahrzeug. Ich glaube, auf die Ladefläche kann man, oder in die Ladefläche kann man bis zu 700 Kilogramm Zuladung einfügen. Also den Wagen kaufst du dir nur, wenn du halt einen Pickup brauchst. Wirklich rein aus praktischen Gründen. Auch wenn ich der Meinung bin und ich denke, ich schätze Jeep da richtig ein, da wird durchaus eine Spaßvariante mit einem Hellcat-Motor
in der Zukunft kommen, weil ein Pickup mit Hellcat-Motor, das wäre schon geil, ne? Also das wäre auf jeden Fall eine ordentliche Nummer. Gab es natürlich schon bei Ram, soweit ich weiß, aber bei Jeep mit dem Gladiator, ich meine, stellt euch den Namen einfach mal vor, Jeep, Gladiator, Hellcat oder sowas in die Richtung, fände ich schon sehr sexy, definitiv. So, auf jeden Fall, der Wagen fährt sich absolut grandios gut. Also Bremsen, naja, geht so, sind aber tatsächlich relativ okay. Das Einlenkverhalten ist halt echt nicht so unfassbar stark. Der Wendekreis, ja, ist auch ein bisschen länger, als man es eigentlich wahrscheinlich gerne haben wollen würde. Nichtsdestotrotz, durchaus akzeptabel, was wir hier haben, definitiv. Also damit kann man arbeiten, auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was der Jeep zu diesem schnelleren Abschnitt hier sagen wird. Prinzipiell fühlt er sich im Gelände auch deutlich, deutlich wohler als auf der Straße. Wird wahrscheinlich an den Offroad-Reifen liegen, falls er da welche drauf hat. Ja, weiß ich ja auch nicht so genau. Ins Tuning-Menü bin ich noch nicht reingegangen. Ja, nimmt aber halt auf jeden Fall, wenn du durch den Zaun fährst, das interessiert den Jeep überhaupt nicht. Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Aber der hat halt seine, wie gesagt, sein Kampfgewicht von 2,3 Tonnen. Schaffen nicht ganz 200. Müssen hier tatsächlich sogar minimal lupfen, um wirklich sicher zu gehen, dass wir durchkommen. Ja, durchs Wasser kommen wir hier aber ohne Probleme, meine Damen und Herren. Machen einen kleinen Sprung. Und nach einem minimalen Erdbeben später kommen wir dann auch hier in den letzten Abschnitt, wo nochmal einige sehr technische Kurven mit dabei sind, die der Jeep natürlich auch mit Bravour meistert. Ich meine, ganz ehrlich, nicht umsonst denkt man, wenn man einen Geländewagen sieht und sich jetzt nicht so mit Autos auskennt, dann ist das erste Wort, was dir in den Kopf fällt, Jeep. Ja, Jeep und Geländewagen ist einfach synonym mittlerweile. Ich meine, rechtlich betrachtet wird es Gattungsbegriff genannt. Und ja, das kommt halt nicht von ungefähr. Also der Wagen geht super, super gut durchs Gelände. Über die Linie dann mit 173 km/h und steht zeitlich bei einer 3 Minuten 21,491 und ist damit tatsächlich 6 Sekunden schneller als der Ford Ranger Raptor. Und das ist tatsächlich ein Vergleich, den kann man durchaus ziehen. Also das ist wirklich nicht allzu schlecht. Wenn man zu einem Konkurrenzprodukt, zu einem direkten Konkurrenzprodukt, wir sehen auch den LI hier in Forza, der sehr, 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 sehr ähnlich ist, um es mal ganz milde auszudrücken. Wenn man da dann mal 6 Sekunden schneller ist, ist auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Ja, es liegt halt wahrscheinlich wirklich einfach an der Geländefähigkeit, was du halt von einem Ranger, oder nicht von einem Ranger, doch von einem Ranger Raptor nicht hast, was du von der X-Klasse nicht hast. Also das ist sehr, sehr, sehr stark hier gewesen, vom Jeep auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal dann direkt weiter und schauen mal, was wir denn jetzt so rausholen können. Ich würde es wirklich feiern, wenn wir jetzt hier selber einen V8 einbauen können. Natürlich Highlight Nummer 1 wäre der 6,4 Liter V8 Hemi, den wir unter anderem im Challenger SRT 8392 hatten, den wir ja leider nicht mehr im Spiel haben. Aber das wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Oder aber natürlich der Hellcat Motor, den ich ja selber schon angesprochen hatte. Aber ja, ob das stattfindet oder nicht, keine Ahnung, müssen wir nachgucken. Ich würde es auf jeden Fall hoffen. Ich glaube auch, wir bauen hieraus heute mal einen Querfeld-Einaufbau. Das könnte auf jeden Fall sich anbieten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich bin super gespannt, was jetzt geht auf jeden Fall. Ich muss sagen, optisch gefällt der mir richtig gut. Also ihr wisst, ich liebe allgemein, wenn ein Fahrzeug ein paar mehr Kanten hat. Der Jeep hier, könnte eigentlich nicht kantiger sein. Und ich finde es wirklich wunderschön, einfach nur dieses Auto. Das ist wirklich ein Wagen, von dem ich nicht wusste, dass ich in dem Spiel haben wollte, bis er dann letzten Endes angekündigt wurde. Das finde ich super geil. Wen es interessiert, der Jeep ist zu gewinnen in einer Meisterschaft aktuell. Ich glaube, Heavyweights in der A-Kategorie musste man fahren. Also denkbar einfach, den Wagen zu gewinnen. Nächste Season werden wir dann den Citroën DS23 freischalten und im Frühling den Porsche 928 GTS. Das sind die drei neuen Fahrzeuge in Serie Nummer
35 und damit mal wieder ja, ein paar mehr Autos als in den letzten paar Updates. Und alles auch definitiv Fahrzeuge, auf die ich mich sehr freue. So, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal, was wir tun können, meine Damen und Herren. Wie gesagt, wir wollen ihn querfeldein schmeißen. Nicht Rally, querfeldein. Das ist die Devise. Und wir gucken jetzt erstmal hier rein. Das ist enttäuschend. Also der Racing Fahrt ist zwar cool, aber wirklich gerade der Hellcat-Motor hätte sich hier super angeboten, finde ich. Na gut, schade. Oh. So ein Kompressor aufgeladener V6, Leute. Na, da bin ich aber dabei, würde ich sagen. Da mache ich mit. Okay, wir können vorne keine Forza-Aero dran schrauben. Oh Gott, was. Da kommt jetzt keine Lippe, oder? Gott sei Dank. Ja, doch. Ich lasse es mal weg tatsächlich. Weil der Reifen, der hinten drauf ist, massiv zu groß ist. Die Felge ist immerhin richtig. Das sind 17 Zoll Aluminiumfelgen. Aber den Reifen kannst du ja nirgendwo draufschrauben. Oder sehe ich das falsch? Der ist doch viel zu groß. Egal. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen cleaner aussieht. Und... Oi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Playground Games. Ihr habt's verstanden. Ihr habt's verstanden. Bitte öfter. Bitte gerne. Oh, wie gut. Sie haben endlich verstanden, dass es eventuell eine geile Idee sein könnte, wenn wir ein Fahrzeug mit und ohne Dach fahren können. Oh, wie schön. Und wo bringst du es rein? Nicht bei einer C8, sondern bei einem Jeep. Aber ist okay. Sie haben das Prinzip verstanden. Das ist das, was wir rausziehen sollten aus der Nummer. Und ich lasse das Dach tatsächlich drauf, weil ich es schöner finde. Aber ich finde es super, super geil, dass es geht. Und das macht mir Hoffnung für die Zukunft. Das macht mir wirklich Hoffnung. Weil jetzt haben sie auch keine Ausrede mehr. Jetzt wissen sie, oder jetzt haben sie gezeigt, Leute, technisch ist es auch machbar. Also wirklich, das sind kleine Sachen, die für mich ein Fahrzeug zu einem Highlight machen, Leute. Ganz ehrlich, finde ich super, super geil. So, wir können richtige Geländereifen draufziehen. Machen wir auch einfach mal. 285er vorne haben wir. Machen wir 315er draus. Hinten genauso. Ich hatte kurz 355er gelesen, hätte mich irritiert. Eine kleine Sportkupplung würde ich sagen. Ja, die Schaltzeiten waren ordentlich tatsächlich. Renngetriebe einfach mal. Differential. Sportantriebswelle. Die Bremsen, wie gesagt, waren akzeptabel, sollten aber ein ordentliches Stück besser sein. Offroad-Fahrwerk, selbstverständlich. Stabilisatoren. Wie sieht der Überrollkäfig aus? Och du Scheiße. Ja, nee, lass mal sein. Gewicht würde ich sagen, gehen wir auf 2,0 Tonnen runter. Nicht zu wenig bei einem Geländewagen. Da muss ein bisschen was immer noch dabei sein. Und ein bisschen mehr Leistung kriegt da rein. Komm, Kompressor noch oben drauf. Eventuell noch ein Auspuff, würde ich sagen. Kraftstoffanlage. Und Ansaugsystem. Dann sind wir bei knapp 500 PS, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig rechne. Bisschen mehr wahrscheinlich, 540. Ich rechne mal ganz kurz um. 526. Ja, doch, damit kann man arbeiten, glaube ich. Ich glaube, mehr wird der Jeep nicht brauchen. Schwungscheibe, sehr wichtig tatsächlich, damit der Motor einfach auch wieder schneller hochdreht. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich noch ins Feintuning rein. Ich bin auch auf die Farben gespannt, weil Farben hat er auch ein paar sehr schöne. Habe ich mir im Konfigurator angeschaut. Ja, 8-Gang-Getriebe. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Das wird ein Krampf einzustellen. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wir fahren nur mit dem 6-Gang.
Die anderen Gänge lassen wir einfach mal außen vor. Die bleiben Spritspargänge. Was sie ja eigentlich auch sind. Ich glaube, wenn wir ein 6-Gang-Getriebe verwenden, overall betrachtet, werden wir wahrscheinlich einen Tacken schneller unterwegs sein. Hoffe ich zumindest. Oh, bisschen schneller bitte. Dankeschön. Ich gehe jetzt auch leider mal davon aus, dass wir die Aerodynamik nicht einstellen können, was super schade wäre. Weil das bedeutet, dass bei dem Wagen das hier überhaupt nicht funktionieren wird. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, geht natürlich nicht. Schade. Aber hey, besser als mit einer Forsa-Theke. Ey, ich bin echt immer noch happy wegen dem Dach, ne? Das kann ich euch gar nicht sagen. Das ist wirklich, wirklich krass, wie viel sowas einfach ausmachen kann. So. Rot, orange. Boah, okay, das ist böse. Sacre bleu. Ei, ist das ein schöner Ton. Oh, das ist so ein Ton, der hat einen kurzen Moment gebraucht, um geil zu wirken. Ja, schwarz-weiß auch immer super. Aber, oh Gott, der hat auch wieder geile Farben. Also rot, nee. Wir wissen ja, haben wir ja bei der Corvette gelernt, wenn Auto rot ist, sieht aus wie ein Ferrari. Ich sehe auch, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich sehe hier gerade fast schon den Enzo vor mir. Deswegen rot würde er nicht. Orange finde ich prinzipiell geil. Das Braun ist halt auch super. Oder dieses Olivgrün, was fast schon ins Bräunliche übergeht. Aber das Blau, Leute. Das Problem ist halt, ich wurde vor kurzem in den Kommentaren verarscht, dass meine Autos immer blau werden. Deswegen... Boah. Also der Ton ist halt sehr speziell. Komm, wir machen... Ja, wobei... Helft mir mal. Welche Farbe soll ich denn nehmen? Komm, der wird orange. So. Haben wir's. Ja, er bleibt jetzt orange. Er ist orange, da bleibt er so. Ist jetzt mein Vorschlag einfach. Ja, das ist schon geil. Das ist schon geil. Orange sieht auf Autos halt auch häufig schön aus, finde ich. Und jetzt fällt er definitiv auf. Weil sonst, also das war ja fast schon Sleeper hier, ne? Aber ganz eindeutig. Jetzt endlich fällt der Wagen mal auf. So, wir können Querfeld Einrennen fahren, Leute. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, komm, warum nicht? Boah, der Kompressor. Geiles Auto. Sehr geiles Auto. Da freue ich mich sehr drüber. Freue ich mich mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich dachte mir halt... Ich kannte den Wagen nicht. Und der wurde ja dann schon angeteasert vor dem Livestream, dass er kommen wird. Ich habe mir angeguckt und dachte mir halt, ja, okay. Sieht ganz nett aus, aber die Pickups hier im Spiel haben mich jetzt eigentlich noch nie so richtig abgeholt. Aber der Jeep ist halt schon... Der gefällt mir einfach. Weil das ist halt einfach... Der Wagen ist so kompromisslos. Das ist halt ein praktischer Jeep einfach. Ich glaube, so kannst du den am besten beschreiben. Ein praktischer Jeep. Jetzt nicht, dass ein Jeep Wrangler oder ein Cherokee oder ein Compass nicht praktisch wäre. Aber das ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Also freue ich mich sehr. Ich würde mich natürlich noch mal drüber freuen, ja, wenn wir einen V8 einbauen könnten. Einen, der nicht der Racing V8 ist. Aber, hey, ganz ehrlich, ja. Das soll mir am Ende des Tages vollkommen wurscht sein. Weil auch mit einem V6 kann man Spaß haben. Hättet ihr nicht gedacht, dass ich das hier sagen werde. Aber auch ein V6 kann super sein. Ein VX, das ist dann wahrscheinlich, wenn du den Motorswap machst. Der alte Motor ist dann der VX. Oder wenn du das Motoröl... Nee, ich glaube, so fangen wir gar nicht erst an. Schade. Ich dachte, ich rutsche dran vorbei.
Boah, dieser Kompressor. Leute, ich bin ja wirklich froh, dass wir einen Kompressor draufbauen konnten. Und nicht nur ein Turbo. Ist halt auch strange, dass jetzt hier wiederum dann halt der Turbo fehlt. Ich finde nach wie vor sollte beides immer zur Wahl stehen. Aber wenn ich einen Kompressor habe, bin ich jetzt nicht böse. So, jetzt ist natürlich die Frage, nichtsdestotrotz, wie schlägt der Wagen sich denn jetzt gegen die anderen Fahrzeuge? Sind im LI ja jetzt auf die A-Klasse hochgesprungen? Da können wir schon definitiv, ja, SUV, genau. Modern Sports Cars, perfekt. Nee, da können wir durchaus gegen ein paar richtige Granaten fahren. Ja, ich glaube, 2 Runden reichen über den Berg. Die Strecke ist ja einen Tacken länger doch. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Felgen sind mir ein Müh zu groß. Ich glaube, 16 Zöller würden geiler aussehen. Nur meine Meinung zu der Sache, aber vielleicht kann man die Felgen ja kleiner machen. Das geht bei manchen Fahrzeugen, geht das tatsächlich. Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht geht das ja wirklich. Easy Checkpoint bekommen. Nicht dran gezweifelt. So, jawohl, wir haben doch Leistung hier. Gegen die ganzen Raptor und Ram hier. Und fliegenden Wohnwagen. Und Lamborghinis. Ja, das ist ein Lamborghini. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie gut kommen wir den Berg hoch? Uiuiui. Leicht verschalten. Ey, die Beschleunigung, ne? Not bad für den Geländewagen. Wirklich nicht schlecht. So. Jawohl. Na schade, ich dachte, einer hat einen Abgang gemacht. Hat er aber nicht. So, wir holen auf die Podiumsplatzierung. Ein International Scout, an dem wir jetzt einfach mal dran vorbeifahren, ganz geschmeidig. Und jetzt haben wir noch einen Raptor vor uns. Die Leuchten sagen mir Raptor. Ja, doch. So, leicht runtergedrängt von der Ideallinie und da war er weg. Jetzt ist die Frage, ob wir an den Kollegen vor uns noch rankommen. Okay, wenn er so fährt, dann kommen wir auf jeden Fall ran. Aber ob wir genug rankommen oder nicht, das ist die Frage, die die Wissenschaftler gerne beantworten wollen würden. Ein bisschen mehr Schwung den Berg hochgenommen, können im fünften bleiben, müssen trotzdem den vierten runter, weil wir gleich landen und ein bisschen Geschwindigkeit verlieren werden. Boah, ich stieß den Wagen gerade wirklich ins Herz, der macht richtig Laune zu fahren. Holy shit, das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte mir schon, dass er vielleicht interessant sein wird. Aber dass der so einen Fahrspaß bietet, puh. Das ist jetzt auch für mich tatsächlich eine Überraschung. Aber definitiv. Ich glaube, da kann man durchaus mal mit arbeiten. So. Komm, gib mir was Feines. Dankeschön. Funktioniert das im Respin auch? Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Okay. Eine Sache am Design, die ich anmäkeln muss. Die Leuchten hinten. Dass die nicht in die Karosserie integriert sind, sondern rausstehen. Das gefällt mir nicht.
Das finde ich nicht schön. Wenn die so ein bisschen, wenn die halt wirklich in diese Rundung von der Heckklappe mit eingearbeitet wären oder einfach das Heck eckig wäre, so wie der gesamte Rest von dem Wagen, würde das einen Tacken geiler aussehen. Aber diese Kanten in der Rundung drinnen, die dann rausstehen, das ist nicht schön, finde ich persönlich. Ich habe es tatsächlich am Anfang nicht angesprochen, weil ich dachte, vielleicht ist das nur der Ersteindruck, aber nee, das gefällt mir einfach nicht. Muss ich persönlich leider tatsächlich gestehen. Aber ihr könnt mir ja auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Wagen haltet. Egal ob optisch oder performance-technisch oder was auch immer. Sehr, sehr gerne in die Kommentare damit. Freue ich mich immer sehr drüber, um da auch mal eure Meinung zu sehen. Den Zaun haben wir getroffen und zwar volles Rohr. Wie weit können wir einen Fiat schießen? Bis in den nächsten Zaun. Sehr gut. Das sind wichtige Tests, die wir hier abschließen, ja? Fahren wir im Winter? Ja, ich würde sagen, wir fahren im Winter. Komm. Why not? Why not? Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Pickup, den wir bekommen haben im Spiel, oder? Also halt der dritte, der nachgereicht wurde. Wir hatten den Ranger, den 2019er. Wir hatten den Jeep jetzt eben und die X-Klasse. Vorher hatten wir halt noch ein paar. Wie gesagt, ein paar Raptor haben wir. Den Nissan. Noch irgendein? Ja, stimmt, den Colorado, ganz am Anfang vom Release eben noch, den Colorado haben wir nachgereicht bekommen. Also ist das der vierte hier. Ja, genau, und Ram haben wir noch. Nee, stimmt, da wurde auch einer nachgereicht. Ja, guck mal. Ich tue Player & Games hier voll Unrecht. Wobei, ich habe sie ja nicht kritisiert dafür. Ich finde es eigentlich eher super, dass wir mehr Pickups bekommen, endlich. Weil das ist halt auch einfach gerade in den Staaten ein unfassbar großer Markt. Und wäre schon cool, davon ein paar mehr zu bekommen, weil ich finde Pickups allgemein immer interessant. Also können wir gerne ein paar mehr im Spiel haben. Habe ich nichts dagegen, sage ich ganz ehrlich. Ah, wir kommen ran. Down the inside. Ah, der kommt ins Schleudern. Damit holen wir uns P3, weil er den fünften jetzt auch noch aufgehalten hat. Und sind das zwei G-Klassen vorne? Ne, die G-Klasse haben sie nicht in die Offroader gepackt, oder? Ne, das ist. Sind das die Land Rover oder International? Irgendwie sowas in dem Dreh? Ja, es sind International. Nee, die G-Klasse haben sie, glaube ich, auch bei den SUVs reingeworfen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was halt komplett bescheuert ist. Die G-Klasse ist ein Geländewagen per se, das sagt Mercedes selber. So, mal innen vorbeisetzen, vielleicht einen Bodycheck mitgeben hier an den Scout. Und damit gewinnen wir eventuell. Ja, doch. Da kommt er nicht mehr ran. So. Ja, das Orange war eine gute Wahl. Ich glaube zwar immer noch, das Blau würde einen Tacken geiler aussehen, aber mir wurde gesagt, ich fahre zu viel blaue Autos. Und auch wenn es mir manche Leute nicht glauben mögen, aber ich gehe auf Kritik und Feedback ein. Auch wenn es manche Leute anders darstellen. Aber gut, als YouTuber ist man sowieso immer kritikunfähig. Auch wenn ich persönlich wahrscheinlich einer der selbstkritischsten Menschen auf dem Planeten bin, aber hey, nee, ich bin kritikunfähig. So. Ja, fahren wir noch ein kleines Sprintrennen mit dem Jeep.
Komm, du bist ein Geländewagen. Warte mal, ich wollte noch ganz kurz nachgucken eben. Die G-Klasse haben sie bei SUVs reingepackt, oder? Nee, tatsächlich in den Offroadern. Krass. War die mal bei den SUVs drin? Weil ich meine, die war da noch nicht immer drin. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube einfach nur, dass die mal bei den SUVs war. In einem früheren Forza-Teil dann eben. Sind wir gerade echt durch den Wald gesprungen, ohne einen Baum mitzunehmen? Holy shit. Da bin ich ja gar nicht gewohnt. Das sind ja ganz neue Welten hier. Jawohl, schöner Drift. So. Dann gucken wir jetzt mal. Wieder sehr viel Ford am Start hier. Na gut, okay. Aber wenn sie noch mehr Pickups reinbringen, können sie in Horizon 5 dann eventuell, falls es irgendwann kommen sollte, eine eigene Pickup-Klasse machen. Wäre doch auch mal schön. Oh, oh. Ja, das dachte ich mir schon. Das, ja, mhm. Ja. Das war mir fast klar, dass das passieren wird. Ich meine, wäre es eine Folge, in der ich Querfeld 1 Events fahre, wenn ich mich nicht überschlagen würde? Ich glaube nicht. Es musste passieren. So, deswegen fahren wir jetzt einfach mal außen die Kurve an. Oder auch nicht, weil der Ford vor mich zieht. Boah, das ist halt echt eng hier, um zu überholen. Aber wir kriegen es hin. Jawohl, mal ein bisschen am Scout hier anbieten. Kein Problem. Der fährt sich halt butterweich einfach nur. Also der ist wirklich schön im Gelände zu fahren. Mal vorbeispringen, dem Ford einen Klaps geben. Ja, der Lambo mit 6 Zylindern mehr und einem schlechten Navi bedeutet, dass wir eigentlich dran vorbeifahren müssten. Wir können hier besser durchbeschleunigen, die anderen müssen noch springen. Vielleicht steigt uns einer aufs Dach. Das war knapp. Und jetzt habe ich den halt den Weg frei gemacht. Bin durch alles Schwere durchgefahren. Scheiße. Der, ja, den hätte ich fast auf die Ladefläche gepackt. Einmal Abschleppwagen spielen. Ja, come on, den kriegen wir noch. Weil jetzt muss er nämlich alles kaputt fahren und wir können den Kollisionsschatten sozusagen nutzen. Das ist ja kein Windschatten, was wir haben. So, come on. Das dürfte eigentlich sich recht gut ausgehen. Und dran vorbei. Sehr gut. Der fünfte Gang ist mein Freund. Also ja, man kann wahrscheinlich theoretisch auch, wenn man Bock hat, alle 8 Gänge verwenden. Wenn man es gut einstellt, wird es auch funktionieren, aber sehe ich die Notwendigkeit nicht. 6 Gänge reichen, auch wenn wir nur 5 verwenden.
Jawohl, guck mal, sehr gut. Grazie, ragazzi. Grazie, Forza Ferrari. Oder so. Nee, Forza Gladiator. Ja, sehr schön. Hat richtig Spaß gemacht, der Wagen. Hätte ich nicht erwartet. Definitiv ein Jahreshighlight für mich, der Wagen. Auf jeden Fall. Macht richtig, richtig Laune. Wie gesagt, zu gewinnen in einer Meisterschaft. Also holt euch selber in die Garage, baut ein bisschen um, bisschen mehr Leistung rein, bisschen mehr Geländegängigkeit und ihr habt hier einen Top-Querfeld-Einwagen, würde ich sagen. Das war's auf jeden Fall für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!